Hallo ihr da draußen und willkommen zurück hier zu Die Siedler, das Erbe der Könige, der fünfte Teil der Serie. Und wir haben hier ein paar Dafür Jungs. Sind wir, genau die wir brauchen aber noch mehr, das ist nur ein bisschen zu wenig. Jetzt haben wir auch eine Garnison, können das Ganze hier nur wieder ein bisschen ausbauen. Ha! Und dann bekommen wir immer stärkere Soldaten, was wir jetzt auch gerade brauchen. Weil bei uns ist es gerade ziemlich heftig. Wir haben Rohstoffmangel, wir haben kaum irgendwas zum Abbauen. Das meiste müssen wir mit Leibeigenen machen. Seht ihr, die Steine müssen wir so wegkloppen. Und auch dann immer wieder neue suchen. Und das ist einfach etwas ätzend gerade. Aber was soll man machen? Es geht halt nicht anders. So, hier haben wir noch einen Leibeigenen rumstehen. Wir könnten jetzt wieder hier so einen Turm aufbauen. Finde ich aber etwas als Steinverschwendung. Es hilft jetzt gerade auch nicht wirklich. Wir können hier auch noch nicht so Kanonentürme ausbauen, weil wir brauchen die Metallurgie. Die Metallurgie, die können wir noch nicht machen. Wir müssen erstmal hier ausbauen. Stimmt, jetzt geht da nämlich gar nichts. So, unsere Leute sind jetzt ein bisschen abgehärtet. Durch die Schmiede. Sie greifen an. Es ist Zeit. Und sie greifen schon wieder an. Ich glaube, wir sollten mal auch ein paar Bogenschützen uns machen. Sobald wir die Möglichkeit haben, werden wir das auch tun. Weil so wie es jetzt gerade ist, das geht nicht weiter so. Das können wir nicht so lassen. Da kommt wieder eine Kanone. Ganz schlecht. Okay, solange sie auf Ari schießt, ist es kein Problem. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Den Leibeigenen, den tun wir mal ein bisschen weiter zurück. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und unsere Leute eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Schicken wir jetzt erstmal kurz Feinde hierher, nämlich. Um die erstmal hier es zu blockieren. Gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Und dann müssen wir natürlich hier unsere Leute wieder komplettieren. Oh, jetzt geht uns das Gold liegt immer bewusstlos aus. Auf dem Schlachtfeld. Das ist natürlich schlecht. Da fängt es schon an. Wie ihr befehlt. Den mal weg. Erik ist kampfunfähig. Oh. Oha. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ah, bis jetzt. Wir müssen ein bisschen unsere Einheiten im Auge behalten. Seid unbesorgt. Um sie wieder zu flicken. Scheiße. Er ist komplett gefallen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So, da haben wir wieder voll. So soll es sein. Schicken wir die gleich wieder vor. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Die auch voll. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Feinde greifen euch an. Scheiße. Ich tue mein Bestes. Hallo? Ich hab gesagt, du sollst kommen. Wird gemacht. So, aber wir haben sie gut in die. Und wir haben sie gut geschlagen. Macht sie nieder. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl. Ja. Jetzt sollten wir mal anfangen, dann die Tochter zu befreien. Das sollte man nämlich auch noch machen von dem einen da. Hier oben. Und da waren wir ja mal kurz mit Dario, haben geguckt, wie es aussieht. Und es hat heftig ausgesehen. Also nicht gerade wenig Feinde sind dort. Ja, Herr. Aber wir müssen. Anders geht's nicht. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Industrie bekommen. Damit wir nämlich noch etwas mehr Einheiten hier kriegen. Beziehungsweise etwas mehr Gold zusammenkriegen. Ich kann mal hier noch dazu stellen. Wir brauchen natürlich noch einmal ein Bettchen. Und natürlich etwas zu essen. Ja. Ein Bauernhof. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Oh Scheiße, alles aufgebraucht, echt jetzt? Ja. Wie viel können da abbauen an so einem Ding?
Aber wahrscheinlich eher nicht alle, oder? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ein paar Ränge hier. Wir erledigen das. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt erstmal? Das da hinten, das ist doch blöd so. Ich brauche hier mehr Steuereinnahmen. Dann müssen wir auch gleich Alchemisten noch machen. Vielleicht haben wir hier unten noch Platz für den. Hier vielleicht irgendwo. Wird erledigt. Für die paar Alchemisten wird da auch hier noch irgendwo Platz sein. Ansonsten müssen wir halt nochmal ausbauen. Wie kann ich den Plattenharnisch machen? Machen wir die Metallurgie. Fertig. Die können alle da drumherum abbauen. Belegt. Gut. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Fertig, Meister. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. So. Ist egal, ich kann ausbauen, wenn was ist. Also Essen haben sie genug, nur Wohnhäuser fehlen. Okay. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja, ja. Gibt das Wohnhaus eigentlich auch Geld? Fertig. Ihr werdet angegriffen. Nur die normalen Gebäude. Wir kümmern uns darum. Ich mach die Metallurgie, da können wir nämlich ausbauen hier. Stein und Schwefel brauchen wir dafür. Mist. Es ist Zahltag. Da geht's nur Einheiten wie so ihr gut. Wünscht. Muss mal aufpassen. So, den restlichen geht's soweit gut. Die können ja Gott sei Dank nicht viel ausrichten, die Bogenschützen hier, meinen Leuten. Den Schwertkämpfern. Ein Held ist in großer Gefahr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Sofort! Und wieder zurück an die Front mit dir. Irgendwann werde ich die Burg stürmen. Das schwöre ich euch. Die sind dann fällig hier. Kommt ruhig mit eurer Kanone. Geschafft. Ein Alchemist zieht euch ein Stückchen zurück. Ich tue mein Bestes. Es gibt zu wenig Betten. Lasst sie kommen und dann stürmen wir die Kanone. So, ich tue mein Bestes. In Ordnung. Holt euch die Kanone. Wir haben einen Held attackiert. So. Die überlebt nicht lang. Gut, letzten Rest. Perfekt. Oh, oh, oh. So soll es sein. Da sind nur noch zwei übrig. Euer Wunsch ist mir Befehl. Neu bestücken. Perfekt. Das kann ich. Jetzt schießen sie wahrscheinlich mit Kanonen auf mich. Wird gemacht. Ah, so soll es sein. Kanonentürmchen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Müssen wir die auch gleich noch runterziehen? Wieder. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wird auch Zeit. Ich brauche Gold. Ja, so muss ich es jetzt gerade kurz machen, bis ich in diesem Hintergrund alles aufgebaut habe, soweit. Tut mir leid. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ist zwar etwas eintönig, aber anders geht's gerade nicht. Ich muss gucken, dass meine Einheiten hier immer schön befüllt sind und dann passt das. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ari, willst du es jetzt fort machen? Hat gerade so ausgesehen, ne? So, hier unten. Habt ihr alle Wohnraum? Nein, brauchen wir noch ein bisschen. Können wir ausbauen? Kein Problem, da schaffen wir dann noch mal ein bisschen was.
für die vier. Wie sieht's hier aus? Ist das Wohnhaus hier voll oder wie? Ach, ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Was brauchen wir denn hier noch? Lass mal die nochmal ausbauen hier. So, das Steinproblem ist jetzt auch schon ein bisschen besser geworden, da das mir so viele zum Abbauen geschickt hier haben. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Und ihr habt nichts mehr zu holen? Echt? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Jetzt stellt euch nicht so an, holt euch das Zeug hier. Den Stein. Für das habe ich einen Steinmetz gemacht, damit er das verdreifacht und verdoppelt hier. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Hat ein ich Bett habe nämlich keins. Das bringt mir nur nichts, das bringt mir kein Geld. Natürlich. Machen wir halt nochmal ein Wohnhaus. Mein Gott. Wir müssen hier ja irgendwann mal ausbauen, dann ist das ja okay so. Das Gebäude ist ausgebaut. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern okay. Und Sold werden gezahlt. Garnison. Soll ich jetzt nochmal ein paar Schwertkämpfer machen? Und dann versuchen, da oben das anzugreifen? Ich mache jetzt einmal nochmal welche. Ihr werdet angegriffen. Dann sehen wir mal. Boah! Ja, Herr. Sag mal, geht's noch? Bis in den Tod. Boah, der hat die einmal reingeschossen, Alter. Und dann hat er mal... Boah, die sind ja verrückt. Ja. Runter. Euer Wunsch ist mir Befehl. Den müssen wir richten hier. Da gibt's nämlich nur noch einen. Jetzt fliegt er nämlich hier um. Wir haben noch nicht mal Plattenharnisch. Weil wir es noch nicht machen können. Aber jetzt. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. So, jetzt sieht es nämlich anders aus mit Plattenharnisch. Hahaha. Guck mal, zieh ein Stück. Ja. Oh. Ja, mein Herr. Euch fehlt Eisen. Wie ach, jetzt fehlt Eisen. Ach du Scheiße. Ja. Hab ich gar nicht aufgepasst. Okay, das ist natürlich schlecht jetzt. Und was jetzt? Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. War das so teuer? Sollten wir die mal ein bisschen ausbauen? Und vielleicht anstatt Stein jetzt die mal ein bisschen Eisen abbauen lassen. Ja. Ich nehme mal die Leibeigene kurz mit. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Hier soll mal ein bisschen Eisen abbauen. Liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Okay, Mann, das ist jetzt echt schlecht. Ich habe kein Eisen mehr. Euer Dorf wird angegriffen. Eisen fehlt. Das zwei Kanonen. Eis klar, jetzt kommen wir drauf, ey. Wo ist, Elias? Ach, der steht da drüben. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Sollen wir den vielleicht überzeugen? Also eine Kanone? Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Scheiße. Okay, denen geht's nicht so gut. Sofort! Ja, Herr. Eisen, wo krieg ich jetzt noch Eisen her? Hab ich gar nicht gedacht, wa? Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gerade sehe, ja, ist Handel. Sofort. Die, wo richtig heftig angeschlagen sind, die muss ich jetzt erstmal weg. Brauchen wir aber hier ein Lager.
aber gern. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, ich mache ich schon. Haben wir noch irgendwo Eisen auf der Karte? Schiffstein. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Mist. Wir haben hier kein Eisen mehr. Das ist alles Stein. Doch hier ist noch Eisen. Und hier vorne ist auch noch Eisen. Gut, das kann ich auch nehmen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Meinte, wir kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Seid unbesorgt. Nehmen wir die hier runter? Jawohl. Ach ja. Wenn das böse Eisen nicht wäre. Feinde haben einen Held attackiert. Aber wir können ja jetzt hier einen Kanonenturm mal machen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht, das kann ich. Oh, wie sieht's aus mit meinen Trupps? Jungs, ich baue hier oben Kanonenturm. Feinde greifen euch an. Und zwar zwei Stück. Einfach als Unterstützung. Sicher. Wir erledigen das. Ja! Euer Wunsch ist mir Befehl. In Ordnung. Ich glaube, die Kanonentürme schießen etwas weiter. Alles weg. So, hier sind noch die Leibeigenen. Die können wir jetzt da oben hinschicken. Ja, ja. Na gut. Zum Eisen holen. Ich hoffe, dass hier bald die Jungs kommen. So soll es sein. So, die Angriffswelle war jetzt nicht so schlimm. Und dann, wenn wir hier Kanonentürme haben, ist es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ah, hier ist auch noch Eisen verstreut, seht ihr? Gut. Da können wir auch noch ein bisschen holen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Da muss ich alle ausbauen wieder. Beziehungsweise alle. So soll es sein. Wow, ich hab grad gedacht, was ist denn das für eine Horde von Leuten? Das sind nur meine. Stimmt. Und die gehen jetzt dahin abbauen. Und dann muss ich nämlich mal versuchen. Jetzt gehen wir das Geld wieder aus. Ach Mann. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort. Warum geht mir das Geld aus? Komm, mach mal schneller hier. Erhöht die Sichtweite. Moment, da kann man doch noch die Gebäudesichtweite etwas erhöhen lassen. Stadtwache. Das kostet 400 Taler. Aber ich kann es jetzt gar nicht machen, weil ich brauche die Taler wahrscheinlich. Fertig. Ganze mal aus hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau vollbracht. Ersten. Machen wir gleich noch einen Kanonenturm draus. Und dann fühle ich mich schon etwas sicherer hier. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr werdet angegriffen. Ja, ja. Sehr schön. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh, wenn der zweite dann auch ist. Das Gebäude dann dürften ist wir eigentlich schon weniger Einheiten brauchen.
Weil wir jetzt natürlich auch hier weitermachen können. Jo. Und hier noch einen hinbauen. Weil sie doch mal etwas näher kommen sollten. Feinde greifen euch an. Jetzt kommen sie schon wieder mit Kanonen, ey. Ich tue mein Bestes. Ja. So, zwei Rubrik. Heilige Scheiße. Euer Wunsch ist. So, alle weg hier. Sonst sehen wir bald nämlich alt aus. Elias. Bekehr mit. Im Licht. Elias, bekehr mit die Kanone. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Komm, hol sie dir. Komm schon. Komm schon. Nein, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. So gut ich kann. Ja, mein Herr. Ja, gern. Ich habe schon gedacht, er schafft's, aber er hat es leider nicht geschafft. Fertig, Meister. So, wir haben wieder meine Jungs und ich heute Abend frei. Und wir könnten jetzt eigentlich mal versuchen. Ja! Vielleicht mit dem, was wir jetzt haben, hier, dass wir die Tussi befreien gehen. Und Dario. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ja, Herr. Ausbau vollbracht. Soldaten. Natürlich lassen wir auch ein paar hier. Ich tue mein Bestes. Wir können natürlich nicht alle mitnehmen. Wie ihr befehlt. Aber vielleicht schaffen wir es ja so. Ja, mein Herr. Sollen wir noch eine. Ne, jetzt können wir gerade keine machen, weil wir haben zu wenig Gold. Das kann ich. Sofort. Vielleicht nochmal hier. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Jetzt sind wir auf null. Oh, scheiße. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seid okay, unbesorgt. Wir versuchen es. Vielleicht schaffen wir es. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Jawohl. Sofort. Ein Versuch ist es wert. Was soll schon großartig passieren? So soll es entweder sein. Wir sterben oder wir... Wir kümmern uns darum. Schaffen es. Da steht sie schon. Kanone. Es ist Zahltag. Gut. Wir können hier natürlich nochmal einen Kanonenturm bauen. Ihr werdet angegriffen. Natürlich, das ist ja auch der Sinn der Sache. Aber ist jetzt auch gerade nicht einfach hier. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. So, wir können mal ein bisschen Angst machen. Scheiße. Ja, einer ist schon so weit, dass ich ihn nicht mehr einsetzen darf hier. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Ja, mein Herr. Ergreift sie! Auf in den Kampf! Nee, das ist... So nicht machbar! Seid los, raus hier! Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Okay, das war jetzt nicht gerade schlau von mir. Was macht der Leibeigene hier? Ist der bescheuert? Nein. Ja, ja. Ja, ist gut. Ihr werdet angegriffen. Ja, sofort. Wie ihr wünscht. Scheiße.
Seid unbesorgt. Ja, jetzt fehlt mir natürlich das Gold, ne? Ja, das war nicht gut. Aber ich wollte jetzt nicht drauf gehen hier. Mit denen, ich brauche die noch. Das war ein bisschen zu wenig. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Das aber ich werde es nochmal versuchen dann. Ja. Muss ich erstmal alle ein bisschen aufpäppeln hier. Ja, ich habe kein... Handelswesen. Ich muss Handeln anfangen. Ich muss Gold machen. Handelswesen, da haben wir's. So geht das nämlich nicht weiter. Taler 500, nein. Ja, ohne Gold ist natürlich alles scheiße. Ganz klar. Kennt ihr ja, wie es ist in den Spielen. Wenn mal das ausgeht, dann hat man wirklich ein Problem. Das ist echt scheiße. Die Kapelle könnte ich mal noch bauen. Kanonengießer. Holz und Lehm. Ja, auch noch eine Sache. Vielleicht brauchen können. Sehr gut, wir können hier auch ziemlich viel Holz verkaufen, an dem soll es ja nicht liegen, ne? Und was machen wir zu den Kriegsgebäuden da nach oben, dass das ein bisschen beisammen ist. Ist ja noch ein bisschen Platz. Ja, sonst müssen wir halt den Wohnsitz hier ausbauen. Das ist ja kein Problem. Machen wir gleich. So, die müssen wir auch mal hier runtersetzen. Wie ihr wünscht. Die sind auch noch ein bisschen angeschlagen hier. Dem geht's aber gut hier. Dario ist jetzt. Forschung einer neuen Technologie platt. Ist abgeschlossen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Forschung abgeschlossen bedeutet für uns, wir können hier ausbauen. Ich glaube, da kriegen wir auch mal ein bisschen noch ein paar Steuern rein, ne? Ausbau abgeschlossen. Ja, hier können wir mal ein bisschen mehr Steuern reinholen. Indem wir alles ausbauen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Was? Ach, hier oben. Ja, das ist nicht so schlimm. Also auf die Ari gehen erstmal. Solange meine Kanonentürme dann die Reichweite hier haben. Ausbau vollbracht. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz. Scheiße. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So. Aber komisch, dass sie jetzt nicht mehr so das viel Gebäude schicken. Es wird weniger, ne? Hast du schon gemerkt? Es ist nicht mehr so ganz so extrem wie am Anfang. Ich glaube, die haben ein bisschen Angst vor den... Ich bin müde. Man kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Alle eure Wohnhäuser sind billig. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ausbau abgeschlossen. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Sind wir gerade dran. Wie, was ist hier los? Nein! Kein Problem. Ist in Ordnung. Ah, Ihr braucht mehr Steine. Wie von der Seite? Was ist jetzt los? Woher kommen die jetzt? Wird erledigt. Wenn's denn sein Alter Falter, was ist jetzt los hier? Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. Wird erledigt. Zahltag. Boah, jetzt geht mir noch Eisen aus. Nimmt seine Arbeit auf. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Schatz zum Mächtigen. Wo kommen jetzt die her? Von der Seite hier. Euer Wunsch ist mir Befehl. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, das Eisen hier ist egal. Wir tun die jetzt mal hier hin. Wenn's denn sein muss. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Jetzt haben wir keinen Stein mehr, ne? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt?
Wird gemacht. Jetzt kommt wieder das Problem. Wir müssen noch ein paar Steineklopfen schicken. Ihr habt nicht genug Taler. Ja, jetzt haben wir keine Taler mehr. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja, ich weiß, ich merk's. Natürlich. Was soll ich sagen? Ja, Salim kann halt jetzt natürlich Salim auch nicht viel machen. Salim wurde überwältigt. Scheiße, jetzt kommen sie von da drüben auch noch. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Aber gern. Hey Leute, das kotzt mich jetzt aber an, ey. Das kann nicht wahr sein. Wieso kommt jetzt von hier? Die scheiß Kanonen kaputt. Euer Dorf. Ah, Mann! So, jetzt müssen wir hier auch noch aufpassen, oder was? Ja, super. Wäscht einmal rein und gleich am Arsch, ey. Auf in den Kampf! Nur Mut! Ey, die gehen mir so auf den Sack hier grad. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Müssen wir jetzt auch ein paar stehen lassen, ne? Jupp. Ha! Das ist ja der Hammer. Schneller. Ist vielleicht kein Fehler. Sofort. Müssen die Jungs aber trotzdem mal kurz hier wieder zum Aufladen schicken. So, dürfen wir jetzt eigentlich handeln? Achso, wir müssen ja noch. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Für Nahrung sorgen und so Zeugs. Ich meine Steuern? Da ist gerade ein bisschen Chaos hier. Ja. Wohnhaus machen. So. Forschung abgeschlossen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ach nee. Erzähl mir mal bitte was Neues. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Es ist Zahltag. Oh, schon tot? Na Gott sei Dank. Kein Problem. Richte mal die Türmchen hier. Ja. Okay. Wenn die wenigstens reinschießen, dann fehlt auch die Hälfte von denen. Das Gebäude ist nun aufgebaut. So, noch eine Kanone. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen. Ich glaub das nicht, ey. Lehrt sie das Fürchten! Die schießen weiter wie meine. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Wir erledigen das. Wir kümmern uns darum. So, fahr wieder rein. Ja. Lauft wieder rein. Du! Geh da runter. Wir kümmern uns darum. Und hol dir wieder Männer ab. Wird gemacht. So. Sei bleiben. Besorgt. Ihr verschwendet viel zu viel Eisen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das geht so nicht gut. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Ja, Wohnhaus steht gleich. Gleich ausbauen. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Mach mal. Kriegen wir es hier irgendwie zentral noch? Jupp.
kurz dahin. So, jetzt brauchen wir, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Stein. Und dafür geben wir... Es ist Zahltag. Lehm. Das haben wir gerade am meisten. Das wäre mal der erste Handel, was wir machen. Gut, wenn wir das dann haben, werden wir die Kanonengießer rein mal ein bisschen hier ausgebaut. Kanonenmanufaktur. Da brauchen wir die. Dafür brauchen wir die Chemie. Für Chemie, was brauchen wir dafür? Wo sind denn hier? Metallurgie haben wir, Zitadelle, Universität. Na, hauen wir noch kann man die Zitadelle und Universität haben wir. Dann können wir nämlich das hier auch machen. Und dann können wir anfangen, Kanonen bauen. Und mit Kanonen sehen wir nämlich etwas besser aus gegen die hier. Gegen die Feinde. Wir können ja mal versuchen, ob wir den Dario retten können. Wie ihr wünscht. Denn der liegt da nämlich auch noch hier so in der Gegend rum. Und weiß nicht, was tun. Und Salim kann nämlich heilen. Und dann können wir nämlich den dafür benutzen. Ich tue mein Bestes. Weil nach dem Deal werde ich auch auf jeden Fall ein bisschen Münzen besorgen. Den nochmal ein bisschen was verkaufen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Versuchen wir mal, ob wir hier durchkommen jetzt. Lehrt sie das Fürchten! So, auf jeden Fall müssen wir auf unsere Einheiten natürlich wieder aufpassen, ne? Dass wir nicht so viele verlieren. Den können wir schon rausschicken. Dafür sind wir genau die Richtigen. Stürmen. Für Ruhm und Ehre. So. Auf in den Kampf. Hey. Wie ihr befehlt. Ja, Herr. Scheiße. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Wo kommt die jetzt hin? Ja, sind das seine Herr. Leute? Das die kann ich. Ja. So, lasst es mich hier in mal, lasst mich mal hier verpissen. Jawohl. Hier hoch. Ja, Herr. Damit ich haben einen Held attackiert. Nämlich die hier. Warum ich hier dafür runter machen kann. Sind wir genau die richtigen. Kriegen meine Jungs und wieder ich voll heute machen. Abend frei. Ich tue mein Bestes. Und die restlichen tun wir nämlich dorthin wieder schicken. Der Handel ist, glaube ich, abgeschlossen worden, ja. Machen wir die Chemie. Hier, einer hat hier. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Sag mal. Wozu bezahle ich meine Steuern? Oh, ein paar Taler. Wir müssen was verticken. Beste Angebot macht mir das Holz. Machen wir es so. Der Tag der Abrechnung. Oh, Steuern fuck. Und Sold werden gezahlt. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Feinde greifen eure Häuser an. Lehrt sie das Fürchten. Alles Scheiße. Weg. So, macht sie platt. Ich hoffe, wir schaffen sie. Also wenn das jetzt die von da oben waren, dann kann ich da jetzt auf jeden Fall angreifen.
Hast du eine Kanone? Scheiße. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jawohl. Aufschneiden, so holt sich die Kanone. Sein. Wird gemacht. Wir erledigen das. Wo ist sie? Wird gemacht. Sofort. Weiße. Da sind zwei. Elias, du bekehrst mir eine. Und diesmal. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Komm schon. Ja! Sie ist unser. Bestätigt. Ja! Ja! Sehr schön. Das ist sehr schön. Euer Wunsch ist mir Befehl. Alles weg. Sofort. So, jetzt haben wir wieder ein Problem mit den Rohstoffen, so wie ich gerade höre. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Dass wieder alles weg ist, jetzt müssen wir uns erstmal wieder drum kümmern. Dass die wieder ein bisschen Arbeit haben. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist Zahltag. Ey Kanone, was machst du? Das kann ich. Ich tue mein Bestes. Wir kümmern uns darum. Ich hoffe nur nicht, dass die jetzt abgeknallt wird. Das wäre nämlich schlecht. Wenn wir schon mal eine haben. So, und mit den anderen Jungs werden wir dann im nächsten Part noch einen Angriffsversuch starten. Und was ist denn jetzt hier? Wieso habt ihr hier keine Arbeit mehr? Holt halt irgendwas. Ist jetzt egal, ich kann jetzt handeln. Jetzt ist es nämlich Wurst. Sofort. Arbeitet irgendwas, aber arbeitet. Ja, aber gern. Und wenn ihr das restliche Zeug hier holt. Junge, Junge, Junge. Meine Kanone hat es überlebt. Sehr schön. Unbeschadet vor allem. Ja, ja. Und ich glaube, ich werde jetzt ein Päuschen machen und im nächsten Part versuchen wir nochmal anzugreifen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss.